So, dann schnappen wir uns mal das Seil. Das war gar nicht hier. Oh. War das hier? Ach so, das war da unten. Ups. Ja, da stehen unsere Helden vor einer Wand und fragen sich. Autsch. Autsch, wann kriegen wir den nächsten Bolzen ab? Das ist gar nicht gut. Unsere Kräutervorräte neigen sich langsam dem Ende zu. Müssen wir mal ein paar Wirselkräuter essen. Einbeeren meine ich natürlich. So. Und jetzt tauscht das bitte zurück, denn Talana will ihre Decke wieder haben. Schade, dass wir diese Fallen noch nicht entschärfen können. Obwohl, haben wir es auch schon probiert? Weil Tirik hat ja das Handwerkstalent, mit Maschinen umzugehen. Wäre ein Versuch wert, oder? Du gibst erstmal nochmal ihm. So. Talent anwenden. Nein, geht nicht von hier aus. Und von hier aus auch nicht. Schade. Na gut. Gehen wir weiter zum Seil. Hier führt eine steile Leiter durch einen engen Schacht nach unten. Wollt ihr hinunterklettern? Ah, doch nicht mal ein Seil, sondern eine richtige Leiter. Da wollen wir doch mal Ja drücken. Vorsichtig klettert ihr, einer nach dem anderen, in die Tiefe. Oh, wir kommen in einer Kreuzung raus. Statue ist erschlagen. Oh, doch keine Kreuzung. Nur mitten in einem Raum. Eine Leiter nach oben. Nein, danke. Und zwei Kultisten, die mit Fernkampfwaffen kämpfen. Na gut. Du wartest mal ab. Du bewegst dich so hin, dass du den da treffen kannst. Also hier hin. Abwarten. Du läufst so lang, dass du nicht in der Pfeilrichtung stehst. Du läufst hinter den Elfen hinterher, weil du nicht beim Eingang stehen bleiben willst. So, und du stehst eigentlich schon richtig. So. Du dahin. Du auf ihn. Jetzt positionieren wir nur noch Tirik und Gerugon richtig und dann können wir auch Computerkampf anmachen. Gib mir Gerugon. Oh, Gerugon hat nur noch 5 Bewegungspunkte. Ja, so viel dazu. Heißt, ich kann keinen Computerkampf machen, weil er sonst direkt sich vor den Kultisten stehen würde. So. Stellen würde. Mann, Mann, Mann. Angriff, rauf da. So, Computerkampf. Keine Magie. Jetzt bleibt als Wildcard nur noch Talana. Aber die braucht hoffentlich ein, zwei Runden, bis sie sich in den Weg stellen kann. Und bis dahin sind die tot. Nee. Sind sie nicht. Oh, der erste flieht. Gucken wir mal, ob die Elfen da hinterher hechten. Ja, sehr schön. Tirik haut wieder mit 13 zu. Und sehr schön. Zwei Schwerter, zwei Lederzeug wollen wir nicht. Wir wollen nur die Abenteuerpunkte. So, was hat es damit auf sich? Das sieht doch komisch aus. Geht nicht weiter, geht nicht weiter. Aber die Karte ist da komisch. Vielleicht im Norden? Nee. Oh, da fällt mir ein, ich wollte noch ganz kurz mal bei den Talenten reingucken. Gesellschaft. Ja. Bekehren, betören, feilschen, Gassenwissen, Lügen, Menschenkenntnis und Schätzen, alles ziemlich hoch. Das heißt, Gwendolyn ist unsere Rednerin. Ja, 0, 0, 0, minus 1, minus 4. Ja, die anderen sind nicht zu gebrauchen, was das Reden angeht. So, wir wollen nicht nach oben, wir wollen die Tür da knacken. Misserfolg. Ein etwas größerer Raum, in dem aber nichts drin ist. Oh.
Ihr habt es eurem ausgeprägten Gefahreninstinkt zu verdanken, dass ihr eine Fallgrube vor euch entdeckt. Vorsichtig umgeht ihr sie, ohne dass einer der Gruppe Schaden nimmt. Sehr schön. Noch eine Statue. Hier sind richtig viele von denen. Oh, was haben wir hier? Zwei Kultisten. Sichern. Entsichern und schießen. So. So. Du hast keine Bewegungspunkte mehr. Du kannst dahin. Und der andere Kultist kann dann schön gegen den Pfeilhagel gegen anrennen. Du stellst ja einfach mal da ein. So, du stehst. Nicht so gut, stell dich einfach mal da so hin. Alte Option. Warum ist er bei der alten Option stehen geblieben? Ich dachte, er hätte schon mal gehauen. Na gut, du schießt auf ihn. Okay. Du stellst dich dann mal da so hin. Und du wartest einfach mal hier ab, ob einer weglaufen will. Abwarten. Du haust den. Solltest dich eigentlich eher hier so hinstellen. Okay. Angriff in den Rücken. Und komm schon, Tyrik. Tyrik trifft Trick für 5. Ah. Ich hätte ihn nicht so drängen sollen. Jetzt wollte er unbedingt... Oh, die sind einfach nach da geflohen. Das ist natürlich noch besser. Fliehst du jetzt auch? Abwarten, abwarten. Nur noch Tyrik und... Wow, sehr schön. Du schießen Seite. Das war ein ordentlicher. Eventuell flieht er jetzt. Jo. Das war's auch mit dem. Gucken wir erstmal in die linke Tür. Gwendolyn entdeckt plötzlich eine Geheimtür an der Wand. Nach kurzer Zeit gelingt es ihr sogar, sie zu öffnen. Okay. Noch eine Statue. Aber hier wird wahrscheinlich mehr sein als nur eine Statue. Ah, ja. Ganz viele Armbrustbolzen. Gut, dass wir so viele Kräuter dabei haben. Sonst hätten wir jetzt schon zwei, dreimal wieder zurück ins Gasthaus rennen müssen. Oder unsere ganze Astralenergie aufwenden für Heilung. Oh, ich sehe eine Kiste. Kein Kampf. Sehr schön. In der Truhe liegt ein großer, auf nachtschwarzem Samf gebetteter schwarzer Kristall. Von ihm geht eine spürbare Aura des Bösen aus. Wollt ihr den Kristall zerschlagen? Also Gerugon und Tyrik heben fast synchron die Schwerter und Äxte hoch, um das Teil kaputt zu machen. Talana murrt ein wenig rum, denke ich mal. Da sie ja eigentlich die Artefakte haben wollte als Bezahlung für ihre Dienste. Aber da wird sie jetzt von der restlichen Gruppe einfach überstimmt. Zerschlagen. Wie soll der Kristall vernichtet werden? Zerschlagen, Destructibo oder Ignifaxius? Oh, das könnte jetzt wichtig sein. Ich denke mal, wenn wir ihn zerschlagen, könnten die Splitter vielleicht irgendwas verursachen. Bei Ignifaxius würde er schmelzen. Das klingt schon mal recht gut, wenn er denn für Feuer anfällig ist. Und Destructibo, da bin ich mir nicht sicher, was der macht. Probieren wir einfach mal den Destructibo aus. Talana. Langsam bilden sich haarfeine Risse auf der Oberfläche des Kristalls und dann zersplittert er in unzählige Fragmente. Die Aura des Kristalls verschwindet auf einmal und übrig bleiben nur ein Berg kleiner Scherben in einer lumpigen alten Truhe. Die Truhe ist leer. Okay. Noch mehr Bolzen. Aber schön, ein weiteres Artefakt des Namenlosen zerstört. Das ist ja auch mit unser Auftrag hier.
Also ja, wir sollen die Kultisten aufhalten, aber ich denke mal, der Einfluss des Namenlosen wird auch dadurch geschwächt, dass wir alle seine Sachen zerstören. Und da sind wir jetzt schon gut auf dem Weg. Also wir haben jetzt unzählige, ich denke mal schon mehr als ein Dutzend Statuen zerstört. Und auch jetzt diesen kuriosen Kristall, der sogar hinter einer Geheimtür versteckt wurde. Also ja, wenn wir jetzt noch den Anführer von dem ganzen Orden hier finden, dürfte unsere Aufgabe erledigt sein. Apropos Anführer, da ist ein Magier bei. Magier ist gar nicht gut. Du stehst ungünstig. Du... Obwohl doch, du kannst hier hingehen und zaubern. Kampf, blitz dich hin. Priester ist geblendet. Sehr schön. Und er ist ein Fernkämpfer? Okay. Du gehst einfach mal näher ran, nur für den Fall. Du läufst auch näher ran. Du sowieso. Weiter vor. So, du kümmerst dich um den hier. Zusammen mit Gwendolyn. Du zauberst. Kampf. Fulminictus. Ich hoffe einfach mal, dass er nicht viel aushält. 15 Trefferpunkte, sehr schön. Du machst einen Seitenschritt und schießt auf den. Drück mir die Daumen. Ah, nee, er ist bei 19 Trefferpunkten. Dann gehst du mal so rum, dass du eventuell noch zum Zauberer ran kannst. Und du haust einfach weiter. So, du kannst jetzt nicht mehr zaubern, weil Mürrim im Weg steht. Abwarten. Rangehen. Draufhauen. So. Zaubern. Kampf. Fulmen. Das war's jetzt hoffentlich. Ja, sehr schön. Computerkampf, keine Magie. Das war auf jeden Fall schon mal ein Priester. Ist jetzt nur die Frage, ob das der hohe Priester war oder ob da gleich noch mehr von kommen. Aber da sollte man kein Risiko eingehen. Dieses Tanzspiel von den Elfen ist extrem lustig. So, wir haben ein Schwert und Lederzeug, wahrscheinlich vom Krieger, und ein Vulkanglasdolch. Den nehmen wir mit. Und nur 24 Abenteuerpunkte. Das heißt, wird wahrscheinlich kein wichtiger Priester gewesen sein. Bogen in der Hand. Keiner überladen. Dafür ist Talanas Astralenergie ein bisschen mau. Dann... Nee. Hier ist ein einfacher Zaubertrank. Trink doch mal den. Und, oh, der ist stark. Der ist noch einfach. So, das sieht schon besser aus. Mürrim hat 0 Astralenergie. Da ist noch einfacher. Und noch ein einfacher. So, ah, das sieht schon besser aus. Schleichen wir uns mal voran. Noch eine Statue. Ist denn hier noch irgendwo eine? Oh, keine Statue. Hier ragt ein Hebel aus der Wand. Wollt ihr den Hebel in Ruhe lassen? Den Hebel kurz niederdrücken? Den Hebel niederdrücken und halten? Den lassen wir erstmal in Ruhe. Solange wir nicht auf irgendein Hindernis stoßen, wo wir eventuell einen Hebel benötigen. Merken wir uns aber, dass da einer ist. Klick. Eine Tür. Und noch eine Statue. Oh, ein großer Raum. Da könnte ein wichtiger Kampf sein. Erstmal abspeichern. Speichern. LP 60. Und wir sehen uns gleich wieder.